Herzlich willkommen zur Stoic Challenge Dark Souls 3. Fliegende Nervensysteme in einem blutroten Feuerhimmel. Wir haben in der letzten Folge hier die Ritterrüstung, die Rüstung des Drachenkillers ausgeschaltet. Da war das Bonfire des Dragonslayer Armor. Und dann habe ich hier noch ein paar Schritte gemacht, die ich nicht aufgezeichnet habe. Und endlich ein Bonfire. Das hat wahrscheinlich irgendwelche Game Design Gründe, die man so als Laie und Außenstehender nicht so richtig versteht. Hier ist schon wieder eins. Und hier geht es jetzt weiter. Hier rechts habe ich schon reingeguckt. Da ist was aussieht wie ein Aufzugschacht. Und bin da reingefallen. Das geht ziemlich tief, nicht endlos. Ich glaube, man kann ja genau so, kann man so ein bisschen sehen, dass da unten auch ein Boden ist. Es gibt allerdings keinen Hebel, mit dem man einen Aufzug rufen könnte. Deswegen gehe ich davon aus, dass das kein funktionaler Aufzugschacht ist. Aber wir werden sehen. Vielleicht kann man auch von oben einen Aufzug, der automatisch dann hin und her fährt, aktivieren. Was haben wir hier? Ah, oh. Twin Swords. Das ist ja eine Waffengattung, die ich jetzt noch gar nicht ausprobiert habe, wo man in beiden Händen jeweils eine Hiebwaffe hat und kein Schild dafür. Werde ich auch nicht mehr ausprobieren. Jetzt haben wir dieses hoch aufgelevelte Schwert hier. Das wird jetzt auch so bleiben. Grand Archives Key macht wahrscheinlich diese Tür hier auf. Es ist insofern ein bisschen seltsam, dass vom Spieldesign her wieder, dass der Schlüssel hier liegt, direkt vor der Tür. Warum gibt es dann überhaupt einen Schlüssel? Soll uns das sagen, dass diese Archives eigentlich nicht zugänglich wären und das jetzt reines Glück ist? Ich weiß es nicht. Oh. Das scheint mir ein Verwandter des Crystal Sage. Das ist ja ein Boss, den wir schon besiegt hatten, zu sein. Oh. Ich weiß nicht, ob der sich irgendwo hier versteckt und weiterhin seine Spells castet oder ob das andere Quellen hat. So, ich habe mir für diese Folge mal wieder ein Thema überlegt, was mit unserem... Aha. Ist er nach oben geflohen? Zu spät wahrscheinlich. Na? We got it! Das Interessante am Lernen, vor allem am Lernen in diesen Spielen. Oh. Okay. Diesmal hat uns die Titanite Schabe nicht vor einen Gegner, sondern in eine Sackgasse, beziehungsweise in eine Einbahnstraße geführt. Ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht direkt. Oh, 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 oh. Sterben. Was ist das denn? Purple Moss Clump war jetzt aktiv. Warum das denn? Okay, und direkt den Überblick verloren. Ach, da ist der Eingang. Ich weiß nicht, wo dieser Zauberer mit dem großen Hut hin ist. Ja, das Thema ist im dass man in diesem Spiel, eine der Frustrationen in diesem Spiel ist ja die Schwierigkeit, aber eine andere Frustration ist, dass man sehr oft das an das Gefühl beschleicht, man macht alles richtig und trotzdem geht es schief. Ich hatte das ja zuletzt hier beim Kampf gegen Dancer of the Boreal Valley, die Tänzerin aus dem Nordtal, wo ich sehr, sehr lang rumgeschimpft habe über die technischen Schwierigkeiten, die das so unerträglich gemacht haben.
Ich weiß jetzt nicht genau, ich bin hier irgendwie, komme ich hier nicht mehr raus. Ich fürchte, ich muss an diesen Typen da vorne vorbei. Und ich mich die ganze Zeit geärgert habe und dann irgendwann ist mir aufgedämmert, ja, es ist aber schon so, dass ich durch die endlosen Versuche, 27 Mal musste ich es da probieren, dass ich durch die endlosen Versuche was dazu lerne, dass ich besser werde. Und das heißt ja erstens mein Instinkt am Anfang, es sind nur die technischen Schwierigkeiten, die mir hier in den Rücken fallen. Ich mache alles richtig und das Spiel mutet mir hier diese ganzen Niederlagen zu. Das stimmte nicht. Und es stimmt ja eben auch nicht, dass ich alles richtig mache. Also noch nicht mal im Rahmen. Was macht ihr denn da? Dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Die scheinen jetzt. Okay, also diese. Der Zauberspruch an sich ist nicht so gefährlich. Aber er staggert mich. Und vor allem unterbricht er meinen Angriff. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal diesen Caster da von seinem armen Leben erlösen. Und dann ist auch der kein Problem mehr. Okay, das war jetzt nicht so schlimm, wie es aussah. Scholar. Okay, wir sind hier in einem Archiv und es gibt Scholars. Ja, die Erkenntnis von Kampf gegen die Tänzerin war, dass dieses Gefühl trügt. Hoch. Hä? What? Okay. That's a little bit weird. Actually, that's a lot weird. Okay, jetzt haben wir einen Wachshelm auf. Ich finde das Design gerade ein bisschen nervig, weil ich ja einfach nur diese eine Stelle da wegen der blöden Titan Edge habe, bin ich diese eine Stelle runtergefallen. Und wir kommen jetzt offensichtlich nicht zurück nach unten. Tja, ist dann so. Die interessante Frage daran ist, zurück zum Thema, warum ist das so? Warum hat man das Gefühl, ich mache doch alles richtig, wenn man eigentlich ja schon wahrnehmbar eben nicht alles richtig macht? Also irgendwann merkt man es dann ja. Das sieht man an meinem Beispiel. A bit mysterious. Ich weiß jetzt nicht, ich bin instinktiv sofort zurückgewichen. Hätten die mich jetzt gepackt, wenn ich da stehen geblieben wäre? Ich weiß es nicht. Das ist alles. Oh. Titanite Wanzen. Shit. Die war noch gar nicht tot. Ich glaube, da war noch eine zweite. Die ist jetzt aber. Ah, ne, da ist er noch. Nicht mehr lange. Auch erwischt. Also es ist alles sehr clever ahead. Really. Is that a fact? Oh. Was sind die? Oh, es ist ein Buch, das da nach mir greift. What is going on? Oh, und das tut es auch wiederholt. Ist auch unangreifbar. Okay. Jetzt eine Menge Lärm, aber ich weiß nicht. Puh. Puh, 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 puh.
Gelehrter. Noch ein Gelehrter. Ja, die Tatsache ist ja, dass das auch im Leben so ist. Das beschränkt sich nicht auf Computerspiele. Zum Glück für dieses Projekt, denn das bedeutet, dass das, was wir hier rausfinden, auch nicht nur für Computerspiele von Interesse ist. Hoffentlich. Oh. Ja, habe ich diesen Ort noch nicht verstanden. Wo kam jetzt wieder dieser Spell her? Da oben ist irgendwas los. Eieiei. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay. Das ist ein allgemeines Phänomen im Leben. Man hat das Gefühl, etwas richtig zu machen. Und das Gefühl, etwas richtig zu machen, deckt sich oft nicht mit dem Richtigmachen. Und die Frage, die man sich evolutionär, wenn man an die evolutionäre Psychologie glaubt, stellen kann, ist natürlich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Organismus von Millionen bis Milliarden von Jahren der Evolution so geformt wird, dass er sich ja angeblich optimal an die Umweltbedingungen anpasst, sodass maximales Überleben und Wohlergehen sichergestellt sind? Und du bist eine Nervensäge. Okay, jetzt hat er sich wieder nach oben zurückgezogen, nehme ich an. Hier ist auch noch ein Item. Wieso habe ich da... Aha. Er ist jetzt ganz da oben wahrscheinlich. Und da kommen auch immer diese... Eieiei. Was ist denn das alles für eine heimtückische... unschöne Sorte von Angriff. Puh. Okay, das ist ein, dieses ganze Archive ist offensichtlich ein vertikales Labyrinth vor allem. Da ist der Knight, den wir vorher wahrscheinlich von hinter den Bücherregalen gesehen haben. Unklar, wie man da hinkommt. Hier waren wir schon. Da drüben bin ich vorhin drauf. Dann gehen wir doch mal hier die Treppe erkunden. Auch wenn die jetzt irgendwie, das fühlt sich so an, als müsste die mit der sich da verbinden. Ja, so ist das auch. Okay. Das heißt aber jetzt, soweit ich den Überblick habe, es gibt keinen anderen Weg, als hier runterzufallen. Das ist also tatsächlich der Weg nach vorne. Oh, jetzt müssen wir natürlich ja diesen ganzen Salat wieder ausräumen. Puh. Ja. Gucken, ob wir die Seelen retten können. Also wir fangen mal hier mit dem da an. Okay. Das ging. Ja, es ist auch im Leben so. Wie immer werde ich abgelenkt von diesen ganzen Mordtaten hier, dass wir diese Verbindung nicht haben zwischen dem Gefühl, etwas Richtiges zu tun und dem, was in der Praxis dann tatsächlich richtig in dem Sinn ist, dass es uns dem Ziel, das wir haben, näher bringt. Da gibt ja noch zwei Komplikationen. Das eine ist, dass unser Ziel eventuell gar nicht das richtige Ziel ist. Da haben wir so eine Meta-Wahrnehmungsfalle. Oft verstehen wir die Situation nicht richtig und setzen uns als mittelbares Ziel irgendwas Falsches. Ich habe jetzt zum Beispiel das Ziel, meine Seelen wiederzubekommen.
Das kann aber gar nicht das strategisch klügste Ziel jetzt sein. Je nachdem, wie das Level hier aufgebaut ist, kann es sein, das ist zum Beispiel, was immer dieser Schalter gemacht hat. Oh, ist das dunkel. Hat er hier was aufgemacht? Oh, ist das ein Mimic? Ich glaube, nein. So, also das Ziel kann falsch sein. Das ist der erste Fehler, der passieren kann, der oft passiert. Und selbst wenn wir das richtige Ziel haben, können wir natürlich immer noch das Falsche tun, um das Ziel zu erreichen. Und jetzt nochmal, worauf ich eigentlich gerade raus wollte. Falsch ist nicht in einem moralischen oder absoluten Sinn zu verstehen, sondern falsch ist empirisch das, was nicht zu dem führt, was man als Ergebnis haben wollte. Wie gesagt, gibt zwei Sorten falsch. Das eine falsch ist, dass es nicht zum gewünschten Ergebnis führt, und das andere falsch ist, dass das gewünschte Ergebnis gar nicht das ist, was zum übergeordneten Ziel führen würde. Aber in beiden Fällen können wir diesem Problem begegnen. Ich verliere wirklich massiv den Überblick. Ach nee, gar nicht. So, jetzt kommt gleich wieder der zweite Crystal Sage. Hier sind wir vorhin gestorben. Seelen sind also auch wieder da. Wunderbar. Ich weiß nicht, wo hier diese Ritter die ganze Zeit rumstapfen. So, jetzt, was ist der Grund, dass wir das Gefühl haben können, das Richtige zu tun, obwohl wir etwas tun, was de facto das Falsche ist? Casti, Casti, Casti. Ja, müssen wir eine Vorwärtsverteidigung hier machen. Eieieiei. Okay. So, jetzt wollen wir einen von hinten aufrollen. Einmal. Ah, das ist schon wieder. Meine Güte. Ich habe gerade. Ich weiß nicht, ob man das wieder im Video sehen wird, aber die Framerate ist gerade null. Nicht existent. Ja, also es ist eindeutig, mittlerweile ist es mir auch klar, es sind große Innenräume mit vielen Gegnern drin, wie das nicht anders zu erwarten ist. Das sieht mir aber sehr nach dem aus, was es auch ist. Das erklären wir später, das sieht mir nach einem Outrider Knight aus. So, das Gefühl, das wir haben, dass wir das Richtige tun, stammt aus einer Heuristik. Es ist ein Gefühl. Heuristik heißt, das hat mit der Realität und mit den Tatsachen nicht so schrecklich viel zu tun. Eieiei, wie viele von euch sind denn hier unterwegs? Himmel! Das ist ein Wahnsinn. Boah, das ist... Ich kann nicht viel reden, weil das ist echt hier durch diese Framerate-Einbrüche ist das wirklich eine Herausforderung. Was ist denn? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Wer trifft mich denn da dauernd und womit? Puh. So, ist jetzt bald mal Ruhe. Mist. Diesmal war er beinahe tot, aber beinahe ist nicht tot. Okay.
Okay, hier kann man nach unten steigen. Was ist jetzt schon wieder passiert? Heieiei. Alter, es ist ein unerfreulicher Ort. Hier wird ständig irgendwas gecastet. Und ich weiß nicht woher. In dieser großen Innenräume. Da drüben ist er jetzt. Wie komme ich da hin? Alright. Das war ein bisschen mühsam. Und hat auch beinahe die gesamte Estus-Vorratslager. Ich habe mich verrannt, ich kann den Satz nicht mehr grammatisch zu Ende führen. Aufgebraucht. Aber wir haben es geschafft. Schön wäre jetzt ein Bonfire, damit wir diesen ganzen Salat nicht nochmal aufrollen müssen. Hier ist wahrscheinlich eine Leiter, die ich einfach oben übersehen habe, aber zur Sicherheit gehe ich mal gucken. Ja, so ist das. So, sobald ich den Überblick hier habe, geht es vorne auf diesen Balkon noch runter. Und hier geht es wahrscheinlich zum nächsten Bonfire vielleicht. Wahrscheinlich vielleicht, möglicherweise. Da unten sind auch überall noch Items. Das war der Eingang. Vielleicht geht es auch hier zum Bonfire. Ah, ist es jetzt nicht mal gut? Shit, da steht, da komme ich gar nicht hin. Lalala. Pff, 60.000 Seelen und ich weiß jetzt nicht genau. Nein! Was? Ah. Shit. Ja, immerhin ist der blöde Caster tot. Und ich kriege so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo es lang geht. Ja, das gibt mir kurz eine Verschnaufpause, um zurück zum Thema zu kommen. Warum haben wir diese Gefühle? Weil wir nach Kahnemann diese zwei Systeme haben. Das ist eine sehr wertvolle und nützliche Art und Weise, unsere geistigen Fähigkeiten zu sortieren. Wir haben System 1. Ich bin jetzt 1 und 2, das bringe ich immer durcheinander. Ist auch egal, welches ist. Eins davon ist das schnelle System, das mit Heuristiken arbeitet. Das heißt, dass sich einfach anguckt, wie ist die aktuelle Stimuluslage und was ist die wahrscheinlichste Erklärung für den Stimulus und was ist wahrscheinlich das, was ich machen muss, um meine Ziele zu erreichen. Und dann gibt es das andere System, das langsame, das tatsächlich Modelle verwendet und Sachen durchdenkt und dafür halt einfach viel Zeit braucht. Die haben beide ihren Nutzen. Haben natürlich beide ihren Nutzen. Aber das, was uns die Gefühle macht, ist dieses heuristische System, dieses schnelle System, dieses System, das aufgrund davon, wie es in der Vergangenheit im Durchschnitt so war, und das kann sowohl die evolutionäre Vergangenheit sein, die uns quasi in die Gene eingeschrieben ist, als auch unsere persönliche Vergangenheit. Da passen dann so Sachen rein wie traumatische Erlebnisse, die uns in Angst und Schrecken versetzen, wenn sich andeutet, dass wieder sowas passiert. Da kommen die Gefühle her. Die sind die schnellen Reaktionen auf ein Geschehen, das in uns die Erwartung auslöst, dass jetzt gleich wieder was passiert, was wir schon mal erlebt haben. Hier ist noch ein Item an der interessanten Stelle. Muss man wahrscheinlich von oben drauf springen. Merken wir schon mal vor. So, die Seelen liegen oben bei diesem blöden Ritter.
lebst noch. Ich glaube, es hackt. Wozu schleppe ich denn dieses absurde Schwert mit mir rum? Wenn dann gar nicht von gestorben wird, wenn ich damit um mich haue. Also, ich hätte ja gedacht, dass dieses Wachskopf-Dingens eine Tarnung ist, sodass die nicht angreifen. Oder dass die Bücher vielleicht nicht angreifen. Vielleicht ist das auch so. Vielleicht verstehe ich deswegen nicht, was diese Arme sollen, weil ich die ganze Zeit da mit Wachskopf dran gehe. Okay. So, jetzt sind wir auf magische Weise auf diesem Balkon gelandet. Das ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Ein Homeworld bauen, das hat sich ja gelohnt. Dann gehen wir nach oben. Oh, da ist auch noch ein Item. Wahrscheinlich auch von oben zu kriegen. Ja, aber nicht von hier. Sondern von da drinnen irgendwie. Gut. Da wollen wir ja eh hin. Denn da drüben ist der Dach. Ach, jetzt sehe ich auch erst, dass diese magischen Priester Wachs am Kopf haben und das auch angezündet. Das ist nicht meine Lieblingsmechanik, dass ich die ganze Zeit vorbeihaue an allem. Es ist nervig genug, auch ohne das. So. Okay. Mal gucken. Ist das hier jetzt? Nee. Da hat der Wachskopf jetzt nichts gebracht. Please. Tralala, da oben ist nochmal eine Etage höher. Da kommen wir aber, soweit ich das sehe, noch... Ja, da drüben geht's raus. Ah, da kommt man aber wieder rein. Wer weiß. Wir könnten das Item noch holen, jetzt wo alles ausgeräumt ist hier. Das müsste da unten irgendwo liegen. Da drüben liegt es. Da kommt man aber auch nur von da aus hin. Achso, das geht über diese Treppe. Ja, okay. Das ist ja dann hier soweit erstmal friedlich. Weil alle totgeschlagen sind, dann können wir uns ja einigermaßen bewegen. So, also die... super friedlich. Mein lieber Scholli. Jumpscares galore. So, wo ist das Item? Gimme. Und wieder rauflatschen. Ah, diese Bücherregale. Es ist... Ja. Also vom Design her wieder interessant, um mal hier meinen Meta-Kommentar noch einzubauen. Vom Design her sehr interessant, vom Playfeel her wahnsinnig nervig. Überall greift irgendwas nach mir. Ja, genau, da haben wir ja auch nochmal aufgemacht. Ne, aber erst hole ich die Seelen. Wo war der Ausgang? Denn nicht hier? Hua? Ich hätte geschworen. Ist da eins tiefer? Really? Really? Okay. Gut, immerhin haben wir die Seelen wieder. Damit sind es dann schon 90.000. Ich wäre sehr dankbar für einen Bonfire. Mal gucken, ob wir den hier irgendwie... Was war denn... Was ist das? Was machst du da? Was sind das für Attacken? Die löse ich nicht aus.
Ja, die habe ich jetzt ausgelöst. Eieiei. Nein, aber... Ach Gott. Es ist schon wieder... ernstlich behindert. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Ja, also... es ist nicht die Stärke dieses Spiels. Diese Areale sind jenseits der Grenze dessen gebaut, was von der Spielbarkeit her noch geht. Ich meine, meine Xbox ist eine der kleinen dimensionierten. Deswegen will ich da mal durchgehen lassen. Aber auf meiner Xbox ist das eigentlich nicht spielbar an der Stelle. Das wird so langsam und so unreaktiv. Und gerade bei so einem schnellen Gegner wie dem, ich habe keine Möglichkeit zu reagieren. Ich habe keine Möglichkeit... Ich meine, ich bin ja noch ganz gut zurechtgekommen. Nein! Was? Was? Das ist, ich muss hier echt anders spielen. Das ist alles verzögert. Ein bisschen ruhiger, weniger aggressiv spielen. So, und die Folge, gibt es noch diesen einen Ritter da oben? Ach ja, da ist er ja. Gut, ich verzichte. Weil oben liegen knapp 100.000 Seelen. Die möchte ich gerne behalten. Das war eine Sackgasse, richtig? Richtig, ja. Ja. Ja, das mit dem Thema funktioniert so mittel. Aber ich glaube, so die Stoßrichtung ist ja klar geworden. Wir haben diese Heuristik, wir haben dieses langsame System, dieses Denksystem, das rationale System. Und die Heuristik, obwohl wir als Gesamtorganismen die Evolution uns so geformt hat, dass wir möglichst optimal uns bewegen, hat das heuristische System Fehler, die damit zusammenhängen, dass es ja eine Vorgeschichte für alles gibt. Also wenn vorher bestimmte Dinge funktioniert haben, wie gesagt, entweder evolutionär oder in der persönlichen Geschichte, dann ist die Heuristik geneigt, das wieder so zu machen, auch wenn das im aktuellen Fall nicht funktioniert. Und jetzt ist das ein Gefühlssystem. Das heißt, man kommt da auch nicht drum rum, indem man... wie komme ich jetzt zu dem Ritter? Das hinter dieser Bücherwand, aber das bringt mir nichts. Ja, das war von oben und dann runter. Also kurz gesagt, alles Neue und Unerwartete muss quasi falsche Gefühle in uns auslösen. Das ist sozusagen die Definition davon, dass es neu und unerwartet ist. Ist, dass es das heuristische System aushebelt, weil das heuristische System eben mit Erwartbarem arbeitet. Und das bedeutet, dass bei allen neuen Dingen, und das ist ja in gewisser Hinsicht das Designprinzip von solchen Spielen, dass die möglichst neuartige Stimuli und Schwierigkeiten und Rätsel und all das liefern wollen. Und bei all diesen... Oh, meine Güte! Was ist das? Ein Terror! Bei all diesen neuartigen Dingen ist es immer so, dass unsere Gefühle, das gute Gefühl, dem ist extrem zu misstrauen. Weil das gute Gefühl eins ist, was trainiert worden ist auf alte Umstände.
Und das wiederum heißt, diese Auseinanderklaffen von es fühlt sich richtig an und es ist richtig, passiert immer dann, wenn wir vor neuen Situationen stehen. Und das Teuflische ist jetzt, dass wir natürlich von neuen Situationen unter Stress gesetzt werden und gerade unter Stress dazu neigen, uns auf die Heuristik zu verlassen, weil das Denken dann nicht mehr so gut funktioniert. Und das ist natürlich dann ein problematischer, nicht Teufelskreis, aber ein Catch-22-Mechanismus, weil sobald was Neues kommt, sind wir im Stress, schaltet unsere rationale, langsame Denkfähigkeit aus, greift stattdessen zurück auf die Heuristik, auf das schnelle Bauchgefühl. Und dieses schnelle Bauchgefühl ist dann leider falsch. Wieso habe ich kein Schild equipped? Deswegen mache ich diese komische Bewegung. Da ist doch, was ist denn los? Weird. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, was das. Muss irgendwie in den Knopf gekommen sein. Okay. Gut, dann haben wir jetzt vielleicht eine bessere Chance, diesen Kampf zu gewinnen, weil jetzt weiß ich, was ich tue. Und an diesem Kameraden hier endlich mal vorbeizukommen. Take that, asshole. Und that. Und das. Oh shit. Jetzt einmal mehr als ich dachte. Hörst du auf? Lässt du mich wohl fliehen? Du Sack. Du arschlochig programmierter Sack. Ha, Himmel, Herrgott. Immer noch nicht tot. Aber jetzt. Three times the charm. 112.000 Seelen. Ich wäre jetzt sehr dankbar für ein Bonfire. Dann könnte man nämlich auch diese Folge beenden. Diese Folge über. Huch. Was? Ernsthaft? Shit. Eine Sackgasse. Da glaube ich es nicht. Also es sieht aus, als könnte man da unten auf dem Dach auch stehen, aber das kann ja jetzt ein bisschen tief, selbst mit Ringen. Und da kommen wir von oben runter und das ist Ende. Okay. Na, wo geht's weiter? Tromm, tromm. Da drüben irgendwie, aber wie? Ach so, stimmt, hier gibt's ja auch noch die Treppe hier. Ganz vergessen. Du mich auch. Kollege. Wo sind wir hier? Nee. Ah, ist das ein Shortcut? Ein Shortcut, aber nicht an einer Stelle, an der ich schon war. Phantomgegner? Ah, Moment, da ist ein Hebel. Dass man nicht bereue. Gib jetzt doch nicht. Ja, zweihändig ist die Strong Attack, die mit dem weiten Reach. Puh, das ist ganz schön riesig, weil hier waren wir offensichtlich noch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen die Orientierung verloren, oder ist das doch der große Innenraum? Aber wo bin ich? Ach so, ja. Verstehe. Ja, hier waren wir doch schon. Es ist nur.
War vorher nicht sichtbar, dass da ein Durchgang ist. Das ist also tatsächlich ein Shortcut. Gut. Ja, die Folgerung daraus ist natürlich, dass man erstens diesen guten Gefühlen besonders dann misstrauen muss, diesem Bauchgefühl auch immer dann misstrauen muss, wenn man es mit was zu tun hat, was in irgendeinem Sinn neuartig ist. Und dabei natürlich, das sage ich auch direkt dazu, das Problematische ist, dass man das Neuartige ja oft gar nicht erkennt. Naja, dreht aber schnell um. Das Neuartige oft gar nicht erkennt, das ist ja so quasi die Qualität des Neuartigen. Ich wäre jetzt dann doch allmählich mit dem Bonfire ganz dankbar. Das wird ja auch alles nicht weniger nervig. Zack. Zack. Bonfire, 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 Bonfire. Also, man kann sich nicht beklagen. Es gibt jede Menge Goodies hier. Kann sich auch nicht über Mangel an Fallen beklagen. Lieber Schwan. Bonfire, Bonfire, Bonfire. Bonfire? Maybe? Bonfire? Shit, das kann doch allmählich nicht mehr sein. Da muss doch mal. Da drin gab es, glaube ich, noch irgendwo eine Abzweigung. Theoretisch gibt es natürlich auch immer noch den möglichen Aufzug ganz am Anfang, am ursprünglichen Bonfire. Ist natürlich auch möglich, dass wir den aktivieren können und uns das. Eieieiei. Meine Fresse. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alles voll von denen. Alles voll von denen. Ich bin beinahe gecursed. Das müssen wir jetzt erstmal abklingen lassen. Was haben wir hier? Eine Kiste. Gut. Mehr Goodies. Ja, ich ersaufe in Titanite Scales und Zeug, aber. Jetzt da wieder rauf. Jetzt haben wir eine Leiter. Da, ach, da gibt es eine Leiter, die runterkommt. Okay. Und da oben geht es auch rum. Puh. Ja, ich fürchte. Und das sieht sehr danach aus, als müssten. Oh, war da noch was? Als müssten wir tatsächlich außen übers Dach. Ich habe nur eine Estusflasche. Mal gut, wir haben jetzt diesen einen Shortcut aufgeschlossen. Der vom Startraum, also nicht ganz vom Bonfire, aber vom Startraum aus hier hinführt. Mehr gibt uns das Spiel wohl an dieser Stelle erstmal noch nicht. Das sieht aus, als könnte man hier noch runterspringen. Vielleicht aber auch nicht.
Bonfire? Fuck. Oh nein. Ah, supi. Runter. Steck dich nicht so. Brumm, 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 brumm. Das ist doch. Ja, also an Titanite Chunks fehlt es nicht, aber allmählich. Heidewitzka, da oben sitzt nochmal eine Gargoyle, wenn die mal nicht gleich auch noch zum Leben erwacht. Jetzt noch eine Estusflasche. Eieiei. Wir sind immer noch nicht auf der Höhe dieser Brücke, wir sind immer noch nur auf dem Dach der des Archive. Ich glaube, da unten müsste jetzt vielleicht die Brücke sein, auf der wir die Dragonslayer Armor besiegt haben. Das heißt, hier könnte theoretisch irgendwo dieser Aufzug runtergehen. Ich möchte ungern runterspringen, bevor ich weiß, worauf ich mich einlasse. Oh, das riecht alles nach Hinterhalt. Don't hurt me, habe ich gesagt. Don't. Which part of don't you understand? Shit. Aua. Aua. Nein. Eieiei, Estus alle, na super. Now what? Und Ember habe ich hier nicht aktiv. Oh Gott. Ah! Das ist alles voller Titanite-Käfer. 132.000 Seelen, nein danke. Bisschen Ruhe, nicht so blöde Gargoyle hier wenigstens platt kriegen. Komm runter. Geht doch. Shit. Shit, shit, shit. Okay, hier kann man immerhin schießen. Heißt, wir haben jetzt noch. Nein! Ah! Ah! Weh, weh, weh! Ich möchte das nicht! Shit! Stirb! Stirb, du blödes Hühnchen! Ah, fuck! Shit. Es muss doch ein Bonfire kommen. Oder irgendwas. Ein Aufzug. Vielleicht hier?
Aber da kommt man leider nicht zurück. Oh, fuck, 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 fuck. Ich hab kein... Nein, 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 das glaube ich jetzt nicht. Oh, shit. Oh, das ist nicht wahr. Okay, die gute Nachricht ist, wenn wir es bis zur Leiter schaffen. Oh, please, 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 nein, nein! Das gibt's doch nicht! Oh, for fuck's sake. Okay. Also. Das ist dann jetzt der gute Abschluss. Jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Und müssen das nur entsprechend abwickeln. Also. Shortcut. Vrum, vrum. Und dann nicht vergessen, direkt auszusteigen. Ja, an der richtigen Seite auch. Ach so, da. Ah, die richtige Seite ist das Problem. Ich habe den Knopf nochmal ausgelöst, deswegen fährt er wieder ab. Aber das ist ja ganz günstig, weil dann kommt er wieder nach unten. So, das ist jetzt schade, weil wenn ich diese blöde Leiter da ausgelöst hätte, hätten wir den ganzen Salat jetzt hinter uns. Nein! Es ist doch... Okay, wir sind raus aus der Ruckelhölle. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Dafür kommen jetzt die ganzen Gargoyles nochmal. Also ich bin ein bisschen versucht, weil die ja so langsam sind, an allen vorbeizurennen. Wenn das schief geht, habe ich natürlich 3 Gargoyles und bin tot. Aber vor allem bin ich versucht, an diesem Ritter vorbeizurennen. Fuck you, Ritter. Bin ich hier richtig? Bin hier falsch. Hier bin ich richtig. So. Glück. Und fix, 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 fix. Das Wichtigste sind jetzt erstmal die Seelen. Alles andere ist sekundär. Gimme. Okay. Alright. Very good. Ein Undead Bone Shard. Auch sehr gut. Nicht so gut, dass das eine Sackgasse ist. Ein neuer Ember. Oh, da war ja noch. Meine Güte, ist das ein kompliziertes Level. Hm, was machst du denn da? Gargoyle Selbstmord. Gargoyle Selbstmord. Nicht schön, aber 160.000 Seelen. Bonfire. Ich täte ein Bonfire nehmen. Gut, was hat mir das jetzt gebracht? Weil von hier aus ist... Ah, ich ziehe die Frage zurück.
Okay, das funktioniert nicht über Bonfires, ja, das funktioniert über Shortcuts, dieses blöde Archive. Bonfire? Fragezeichen. Jetzt wird es sich doch aber nur wirklich mal anbieten. Bist du gemein? Willst du mich umbringen? Wachst du gleich auf, wenn ich dir den Rücken zu... Klar. Auf mit dieser Scheißcasterei, du Castersack. Ich sag's noch. Aua. Eieiei, hat der wieder Hell. Nix. Schluss. Scheiße. Ah! What the fuck ist... Was ist das denn für eine Truppe? Oh Mann. Himmel. Okay, wir sind bei 200.000 Seelen. Bonfire! Bon fucking fire! Boah, wenn ich jetzt hier nochmal sterbe, dann kriege ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Okay, aber immerhin haben wir uns jetzt, glaube ich, auf die Höhe der Brücke endlich vorgearbeitet. Vielleicht? Ja, vielleicht auch immer noch nicht. Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Von der Höhe her könnte es hinkommen, aber vielleicht ist auch das da oben, die Brücke. Noch eine Etage höher. Bonfire! Bonfire! Oder Shortcut! Irgendwas. Motherfucker! Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Okay, wenn das jetzt der Shortcut ist, von dem ich annehme, dass das ist, dann beendet das die Folge. Oh, Halleluja. Okay. Folge beendet. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gucken wir uns externalisierten und internalisierten ich war gerade abgelenkt, weil die Xbox gerade austastet. Ich erzähle nächstes Mal, was wir uns nächstes Mal angucken. Danke fürs Zuschauen. Ende der Folge. Tschüss.